Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV. Ich bin natürlich sehr froh, dass ich heute hier sitzen darf, dass nach knapp 3,5 Jahren ich wieder die Position des Sportdirektors hier einnehmen kann. Als der Präsident mich vor einigen Tagen anrief und mich fragte, ob ich mir vorstellen kann, hier wieder die Position zu begleiten, muss ich ehrlich sagen, gab es kein großes Überlegen. Die Mannschaft hat mehr Qualität, wie der aktuelle Tabellenplatz auch sagt. Es ist immer schwer, heute ein Zweitligaspiel zu gewinnen. Du musst immer in jedem Spiel alles abrufen. Ob du jetzt in Stuttgart spielst oder zu Hause gegen den letzten St. Pauli, es ist mühsam heute, die Punkte einzufahren. Du musst wirklich immer, jedes Spiel musst du alles abrufen. Ich glaube schon, dass die Mannschaft noch viel Luft nach oben hat. Aber wie gesagt, das sind diese Dinge, wo ich vorhin angesprochen habe, wenn du halt einen Umbruch vollziehst mit vielen neuen Spielern, mit Spielern, die auch noch nicht richtig der deutschen Sprache mächtig sind, die auch noch, glaube ich, vom Integrationsprozess noch nicht 100% hier angekommen sind, das dauert etwas länger. Und natürlich, die Situation ist momentan so, dass du mit 12 Punkten vielleicht den Erwartungen hinterherhängst, aber jetzt gilt es einfach Ruhe zu bewahren und weiterhin kontinuierlich an den Dingen zu arbeiten, und dann bin ich mir auch sicher, dann werden wir demnächst die Punkte holen. Definitiv fehlen wird Dennis Kempe, Gaetan Krebs, was ja schon länger bekannt ist, und natürlich auch Moritz Stoppelkamp. Wenn man alle Spiele gesehen hat, sieht man natürlich, wie abgeklärt und wie seriös Martin seinen Job macht. Ja, das macht er nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb vom Platz. Und deshalb ist er, auch wenn man glaubt, dass er nicht der Lautsprecher ist da hinten, ja, macht er das sehr, sehr gut. Und intern und auf dem Platz sagt er schon das Notwendige. Ja, und man hat ihn oft in der Vergangenheit nicht so auf dem Zettel, das muss man auch ehrlich sagen, aber er ist in der Mannschaft und so wie wir zusammengestellt ein unheimlich wichtiger Faktor geworden. Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV.